Aber einmal müssen wir noch. Machen wir eine Pause. Nein. Du kannst jetzt nicht gehen. Ich muss doch mein Geld zurückgewinnen. Oh, ja. Wir sind noch nicht fertig. So. Es ist wieder. Ich fange an. Okay. Dann nehme ich jetzt, das da. Muss ich bloß aufpassen. Und dann nehmen wir die hier. Da, die. Na. So, das da. Dann die beiden. Verdammt, du hast mich um den Gewinn einer ganzen Woche gebracht. Hast du's bar? Du hast die Karten doch irgendwie manipuliert. Genau. Dumm nur, dass du nicht weißt, wie. Ich bitte zur Kasse. Wolltest du vorher nicht irgendwas? Ja, ich wollte, dass du mich in Charles' Zimmer lässt. Deal? Deal. Es ist schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, Spielschulden sind Ehrenschulden. Ehre genommen, mein Freund. Ehre genommen. Tja. Wir waren halt einfach besser als er. Ist so. Können wir eigentlich hier gehen? Das ist die Schlossfalle. Die Schlossfalle ist mit der Türklinke verbunden. Stellt man sie entsprechend ein, fällt die Tür nicht zu, wenn man sie schließt. Kann ich sie einstellen? Kann ich was damit machen? Nee. Wenn man was machen kann, dann hätte das sich schon verändert, der Cursor, ne? So, wir können jetzt hier rein. I want to believe. Ach, Fox Mulder und Static. Und Space Invaders? Ist ein Nerd. Hä? Charles sieht doch ganz anders aus. Und das Foto ist erst ein Jahr alt. Ich will das da haben. Nee, doch das. So, ich habe die Nummer in meinem Handy gespeichert, falls ich sie irgendwann mal brauche. Oder Charles hat innerhalb von einem Jahr ganz viel abgenommen. Hat Charles Eddington die Identität einer anderen Person angenommen? Ich sollte das Foto als Beweisstück mitnehmen. Das fällt natürlich nicht auf. Und es ist 0 Uhr. Ich finde schon ein bisschen erschreckend, wenn jemand ein Foto und die Telefonnummer seiner Mom auf dem Nachttisch stehen hat. Auf eine niedliche Art und Weise. Naja. Mangas, Spiele, DVDs. Es passt total zum schüchternen Charles. Ist aber nichts Schlimmes. Ich wette, wenn wir jetzt eine Nahansicht hätten, würden wir hier auch was sehen. Vor allem, das sind hier zwei identische Spiele, die hier nebeneinander stehen. Wahrscheinlich ist ein Doppelpack. Was ist das hier für eine Konsole? Also die Controller sehen aus wie von der PlayStation. Auf alle Fälle hat er Simulationen gespielt. Oder Spielsimulationen. Weil wozu braucht man sonst einen Joystick? Und gegessen hat er auch noch Junkfood. Also er muss echt stark abgenommen haben. Wow, der scheint ja ein richtiger Nerd zu sein. Ja, wegen Junkfood, ist klar. I want to believe. Charles scheint ein Science-Fiction-Fan zu sein. Ein Science-Fiction-Fan. Aber er nutzt schon zwei Bildschirme.
Ach, guck mal. Das ist eine Ausgabe der Scientific American mit einem Artikel von Dr. Stiles. Aber Charles hat so getan, als hätte er noch nie etwas von Dr. Stiles gehört. Ich lass mich doch nicht verarschen. Was ist das hier für eine Konsole? Eine Handheld-Konsole im Pause-Modus? Ich glaube, wir haben unseren Übeltäter, oder? Eine Schubslade. Da ist nichts Interessantes drin. Okay. Hier ist nicht weiter. Müssen wir mal Mama anrufen oder was? Warte mal. Im Moment wüsste ich nicht, warum ich dort anrufen soll. Okay, aber mehr habe ich hier erstmal nicht, ne? Nein. So, was haben wir denn noch hier auf der Ebene? Wir haben noch einen dritten Stock. Ah, das geht noch höher. Stimmt, da war ja was von drei Stockwerken die Rede auf der Karte. Aber Datenschutz ist ja überhaupt nicht, ne? Wobei, es kommt ja nicht jeder rein, aber da steht der Name da drauf und welches Zimmer? Security Door. Opening will sound alarm. Okay. Diese Tür führt vielleicht zum Flügel der höheren Semester. Aber wenn ich sie aufmache, geht ein Alarm los. Ich glaube nicht, dass ich da heute unbedingt rüber muss. MacGyver lässt grüßen, würde ich mal sagen. Einfach irgendwie den Kontakt überbrücken, ne? Wer bist du hier? Du bist schon wieder eine Aufsicht. Hat das ein Telefon? Okay, im Bücherschrank. Sicherungskasten. Sicherungskasten ist aber gut. Hier müssen wir wahrscheinlich auch rein. Das ist ein Sicherungskasten. Harf, bist du da? Nein, ist er nicht. Okay. Ah, keine Chance. Abgeschlossen. Vielleicht macht er auf. Hi. Ich nehme an, du kannst mich nicht in Zimmer 302 lassen, oder? Ich habe Harvey Kinderman eine Kamera geliehen und muss sie dringend ins AV-Labor zurückbringen. Nein. Komm schon. Ich weiß, dass ihr normalerweise keine Leute in die Zimmer anderer Studenten lasst, aber es ist wirklich wichtig. Für mich nicht. Der lässt sich nicht weichklopfen. Verdammt. Ich brauche den richtigen Trick. Oh, okay. Ist das hier ein Trick oder ist es keiner? Warte mal, Klopapier. Den Trick sollte ich hinkriegen, aber dazu muss ich hier erst ein paar Dinge vorbereiten. Klopapier, Moment. Ach, mit Inventar. Klopapier. Klopapier. Wo ist nur das Klopapier? Ach, du bist das Klopapier. So. In einen... Wo sind die? So, das müsste reichen. Ich habe den Krachmacher in Klopapier gewickelt. So wird ihn niemand sehen. Okay, und jetzt? Nimm ich den Krachmacher, oder? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Den Trick sollte ich hinkriegen, aber dazu muss ich hier erst ein paar Dinge vorbereiten. Okay, was brauche ich denn noch? Ach so, die Fernbedienung. Help me! Was zum Teufel? Oh, warte mal. Wir haben unten die Tür, glaube ich, gesehen, ne? Passiert das hier auch? So, jetzt fällt die Tür nicht zu, wenn er das Zimmer verlässt. Okay.
Beziehungsweise schnappt nicht zu, ne? Tschüss. Der lässt uns einfach hier alleine. Der ist so doof. Was ist denn mit dem Bücherschrank eigentlich? Gab es unten auch einen Bücherschrank? Das Gesamtwerk von Josephus auf Griechisch. Alte Ausgaben medizinischer Journale. Okay. Gut, wir gehen mal rein. Boah, das ist ein Punk, ist das hier. Hier ist auch die Uhrzeit verstellt. Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Er war ziemlich gut. Harvey hat Geschmack. Gab es hier einen Stromausfall? Der gute alte Harv ist ganz schön schlampig. Naja, schlampig. Seine Ausrüstung ist ganz schön umfangreich. Daddy scheint sich ja doch nicht allzu sehr an der Filmerei zu stören. Oder Harvey ist nicht gerade knapp bei Kasse. Ja, beides wahrscheinlich. Was hat er hier oben? Da ist doch ein Bild. Ah, Nosferatu. Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Er war ziemlich gut. Harvey hat Geschmack. Was ist das? Sind das Notizen für einen neuen Film? Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler. Ein Goth Girl namens Jimmy. Experimente, in denen Gehirne ausgesaugt werden. Steckt etwa Kinderman hinter all den Streichen und filmt sie? Ich werde herausfinden, ob das stimmt. Und falls ja, dann ist dieser Mistkerl fällig. Naja. Harveys neues Drehbuch kommt mir ziemlich bekannt vor. Guck mal. Ist wieder eine Birne drauf, aber die Command-Taste ist da. Eine Apple-Mac-Tastatur. Was haben wir denn noch? Figuren. Jungs, können wohl einfach nicht die Finger von Spielzeug lassen, oder? Hm. Wow, der hat sogar Fotos von berühmten Regisseuren auf seinem Regal stehen. Ah, das ist der Quentin, ne? Und er ist Dings hier. Das ist Quentin Tarantino und das ist... Könnte das vielleicht... Ah, ist schwierig zu erkennen. Haben wir noch was? Nee. Und das hier vorne ist Pulp Fiction. Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Er war ziemlich gut. Harvey hat Geschmack. Okay, toll. So, mehr haben wir aber hier nicht. Film, Bild, Bett, Wupp. Kann nichts mit... Nee, okay. Ja, aber... In der Edmund Hall gibt's aber noch was. Aber was? Kommen wir nicht mehr. Da kommen wir noch rein, ne? Hier hatten wir alles. Also wir haben mehrere Verdächtige. Eigentlich drei haben wir als Verdächtige. Vier, wenn man vielleicht noch den Malik dann dazu nimmt. Aber da können wir ja nicht gucken, ob der Malik irgendwas vorhat. Nagellackwappen, da war nichts weiter, ne? Oder können wir hier rein? Das ist das Zimmer von Jeannie Smith. Ich will sie nicht nochmal stören. Okay, können wir hier nochmal hin? Wir darüber? Ich habe in Harveys Zimmer das Drehbuch für einen neuen Film gefunden. Dreimal darfst du raten, worum es in dem Film geht. Um uns? Ja, um uns und das Experiment. Wenn das nicht verdächtig ist. War da auch eine Beschreibung von mir? Wird meine Nase erwähnt? Hat er geschrieben, dass sie zu groß ist? Helena! Ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren. Nein, in seinen Notizen stand nichts über deinen Zinken. Gut, bin ich im Film die Hübsche. So ausführlich war das Drehbuch noch nicht. Schätzchen, reg dich doch nicht so auf. Davon kriegt man Falten. Mhm. Das habe ich in Charles' Zimmer gefunden. Oh mein Gott, das ist unbezahlbar. Sieht doch gar nicht so aus wie er. Und laut dem Datum auf der Rückseite wurde das Foto erst vor einem Jahr gemacht. Ich glaube, Charles ist ein Betrüger.
Ich bitte dich, ich erkenne das Muttermal auf seinem Hals. Sieht süß aus. Natürlich war es vor einem Jahr noch nicht ganz so süß. Niemand verändert sich innerhalb eines Jahres so stark. Vielleicht ist er ja ein jüngerer Bruder. Könnte ja sein, dass Charles vorbestraft ist und sich nicht unter seinem eigenen Namen in der Universität einschreiben wollte. Ich sag nur eins. Hormone. Das ist definitiv Charles. Und wenn er vor einem Jahr wirklich so ausgesehen hat, ist er wahrscheinlich tatsächlich noch Jungfrau. Gott, ich fall gleich in Ohnmacht. Kann ich das Foto behalten? Nein, vielleicht brauche ich es noch. Als Beweisstück. Beweis für was? Für das hässliche Entlein-Syndrom? Mann, wie der sich verändert hat. Mensch, hier geht ja ab wie Spitzkatze, ja? Okay, das, also haben wir jetzt, wieder nichts. Nun gut, da ist aber auch noch was. Da ist auch noch was. Na, mal gucken. Hey! Ich meine, hallo! Hallo! Wer ist denn da? Dann halt nicht. Was zum... Also dieser... Mrs. Dawson? Oh-oh. Was zum Teufel hat dieses Ding hier zu suchen? Das ist Houdini. Er hat die Angewohnheit, einfach so zu erscheinen. Er? Wer hat Ihnen erlaubt, ein Tier in diesem Haus zu halten? Er ist doch immer in meinem Zimmer. Das kann Ihnen doch egal sein. Ist er jetzt etwa in Ihrem Zimmer? Nein. Das ist mein Haus, Miss Everett, und ich will nicht, dass es hier stinkt wie in einem Kuhstall. Houdini stinkt nicht. Sie könnten hier eine ganze Büffelherde halten. Dann hätte das Haus wenigstens einen Nutzen. Psst. Jetzt ist aber ruhig hier. Oh. Gott, was für ein Wirbel um nichts. Ich trage ihn hoch und bringe ihn zurück in seinen Käfig. Stecken Sie das Ding lieber in die Garage. Auf keinen Fall. Da friert er doch. Bringen Sie ihn bitte in mein Zimmer, Mrs. Dalton. Samantha? Samantha? Ach, übrigens, wer ist heute eigentlich zu Besuch? Was meinen Sie damit? Ich habe auf der Treppe eine Frau gesehen, gerade eben. Sie war blond und hatte ein weißes Kleid an. Du hast nichts dergleichen gesehen. Die Treppe wird noch schwach beleuchtet. Ich frage immer wieder nach, ob man dagegen nicht etwas tun kann. Aber es scheint niemanden zu interessieren. Stiehl doch dem armen Dr. Stiles nicht die Zeit mit solch einem Unsinn. Und er ist jetzt getriggert. Was ist mit den Kanickeln? Warum hängt es da? Jetzt ist es weg. Als ob Kaninchen nicht schon reichen würden. Wow. Ist die etwa in den Wechseljahren? Samantha, erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich will es genau wissen. Als ich reingekommen bin, ist gerade eine Frau die Treppe hochgegangen. Ich habe nach ihr gerufen, aber sie ist nicht stehen geblieben. Da ist heute jemand hier. Was soll die Geheimnistuerei? Schon gut, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Was haben Sie in der Universität herausgefunden? Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber wo ist er? Gute Davids Computer? Bitten? Hä? Den Computer von Dr. Stiles sollte ich besser nicht anrühren. Er wirkt nicht so, als wäre er besonders nachsichtig. Was, der Computer ist nicht nachsichtig? Okay. Das sind FMRT-Geräte. Angeblich völlig harmlos. Ich hab keine Ahnung. Wo ist der Typ denn? Oh, da ist er. Dr. Stiles? Ja? Scheinbar ein Bericht, genau. Der Club der Lämmer ist ziemlich aufgebracht. Ich dachte, das sollten Sie vielleicht wissen. Club der Lämmer? Haben Sie jetzt vor, anstatt nur Kaninchen im Schlafzimmer, auch noch Schafe im Sprechzimmer zu halten? So nennen sich die Studenten, die an dem Experiment teilnehmen. Meine Nerven. Was meinen Sie mit ziemlich aufgebracht? Sie sind wegen den Vorfällen auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle ziemlich beunruhigt. Ein paar von Ihnen wollen vielleicht nicht mehr kommen. Was? Unsinn!
Ich würde gerne wissen, was die Vorfälle mit Ihnen zu tun haben sollen. Die Rahmenbedingungen für das Experiment müssen unverändert bleiben. Diese Studenten liegen in Ihrem Verantwortungsbereich, Samantha. Na toll. Es ist Ihr Job, dafür zu sorgen, dass Sie alle kommen. Und ich erwarte von Ihnen, dass das der Fall sein wird. In Ordnung. Oh mein Gott. Mit oder ohne Kanickel? Ich bin der Sache auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle nachgegangen. Und? Beide Vorfälle wurden offenbar inszeniert. Über der Laufbahn hat ein Wirbelwind getobt, der möglicherweise von einem Hubschrauber verursacht wurde. Der für die Laufbahn zuständige Arbeiter ist abgehauen und sie konnten ungestört die Bahn anmalen. Und was das Schwimmbecken betrifft, die Zeugin hat einen Umriss oder vielleicht eine große Blase im Wasser gesehen und danach hat sich das Wasser verfärbt. Es ist nicht besonders schwer, als unheimliches Ablenkungsmanöver Luft in das Becken zu pumpen und dann die Farbe in das Wasser zu schütten. Hat irgendjemand einen Hubschrauber gesehen oder gehört? Nein. Aber auf der Laufbahn gab es nur einen Zeugen und der hatte Kopfhörer auf. Kopfhörer? Und wurde im Schwimmbecken Farbe gefunden? Nein, aber dort hat man sich nur darum gekümmert, das Becken wieder sauber zu kriegen. Ich glaube nicht mal, dass irgendjemand nachgesehen hat. Am Beckenrand und in den Filtern waren nicht mal schwache Farbrückstände zu erkennen. Aber wahrscheinlich war die Farbe wasserlöslich. Und warum sollte jemand einen Hubschrauber mieten, eimerweise Farbe besorgen und dann das Ganze auch noch zeitlich mit meinen Experimenten abstimmen, von denen, das möchte ich hinzufügen, fast niemand etwas weiß? Keine Ahnung. Wie auch. Das ist ja wohl absoluter Schwachsinn. Sie können Ihre Abneigung gegen rationales, wissenschaftliches Denken hoffentlich schleunigst ablegen, Samantha. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie sollen meine Augen und Ohren sein, dann erwarte ich Fakten und keine schwammigen Vermutungen. Wenn Sie sich dazu nicht in der Lage sehen, sind Sie überflüssig. Im Gegensatz zu Ihnen bewege ich wenigstens meinen Hintern aus dem Haus. Und so wie ich das sehe, funktionieren Ihre Augen und Ohren ganz prima, Mister. Wie alt sind Sie? 23? 25? Wenn Sie mehr Lebenserfahrung haben, können Sie mich gerne belehren. Tut mir leid. Ich weiß, wie es ist, wenn die Leute... Ich will heute Abend einen ausführlichen Bericht. Und dieses Mal erwarte ich Fakten. Das war alles. Kannten Sie welche von den Studenten schon vor dem Experiment? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich glaube nicht, dass die Studenten irgendetwas mit den Vorfällen zu tun haben. Nein? Warum nicht? Machen Sie einfach Ihre Arbeit, Samantha. Ja, dazu bin ich Ihnen gut genug. Erzählen Sie mir von Ihnen und Dr. Linkweller. Wie ich sehe, finden Sie Gefallen an Klatsch und Tratsch. Oder eher an alter Geschichte. Ich weiß nicht, was Linkweller heutzutage macht und es ist mir auch egal. Aber ich habe gehört, dass er letztes Jahr auf der Neurobiologentagung in Göttingen der Hauptredner war. Was zeigt, wie es um das Urteilsvermögen der akademischen Gesellschaft bestellt ist. Malik arbeitet für Linkweller. Er ist seine wissenschaftliche Hilfskraft. Wie bedauerlich für den armen Malik. Beunruhigt Sie das etwa nicht? Vielleicht erzählt er ja Linkweller von Ihren Experimenten. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir über diesen Schwätzer Gedanken zu machen. Okay. Damit ist es erledigt hier. Ist alles grau. Hi. Wow, ihr wirkt so ernst heute. Bei Vollmond bin ich immer so. Manche Leute werden zum Werwolf und ich mache einen auf Walter Cronkite. Jetzt ist der große Augenblick gekommen, nicht wahr? Wir sind uns einig, oder? Wir stimmen ab und entweder machen wir zusammen weiter oder wir steigen alle aus dem Experiment aus. Einer für alle, alle für einen. Wie gehen wir vor? Sollen wir einfach die Hand heben? Wie wär's mit einer geheimen Wahl? Oder brauchen wir das nicht? Eine geheime Wahl? Oh, wir haben wieder einen Zauberhut. 98%. Einen Zauberhut. Okay, was haben wir denn? Teil und Herrscher hatten wir schon. Zerrissene Zeitung. Vorbereitung haben wir nicht, Zaubertintenfleck haben wir nicht, kein Briefgeheimnis. Nein. Telefonwahrsagerei, ja, wir könnten das Telefon platzieren lassen, aber das ist egal. Bodenloser Becher, wir haben keinen Becher und Magneten auch nicht. Schall und Rauch. Na, schockierende Wunde. Was war verschiedene Obstsorten zu nennen, so eine Obstsorte, so eine Schale.
Zeigt dann nach den Inhalten des Geschenkbeutels und sieh da, deine Vorhersage stimmt. Der Trick dabei, egal was du sagst, du schreibst immer nur die Upsorte, auf die du vorher den Beutel getan hast. Schade von Puff. Ja. Ich mache euch einen Vorschlag. Okay. Es gibt da eine Möglichkeit, demokratisch zu wählen und trotzdem ein Zufallselement oder nennen wir es Schicksal mit einzubeziehen. Außerdem wird dadurch eine Pattsituation vermieden, falls es gleich viele Stimmen auf beiden Seiten gibt. Wie funktioniert das? Ich schreibe für jede eurer Stimmen einen Zettel und dann stecken wir sie in eine Mütze. Charles, nehmen wir deine? Dann ziehen wir einen der Stimmzettel und die Entscheidung ist gefallen. Interessant. Das ist gut. Für die Mehrheit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihre Entscheidung gezogen wird, aber die Minderheit hat trotzdem eine Chance. Schicksal. Das Schicksal kann eingreifen. Das gefällt mir. Gut, fangen wir an. Charles, das Experiment beenden oder bleiben? Beenden. Helena? Ist ja nicht so, dass wir keinen Spaß hatten, aber ich stimme für beenden. Ich stimme auch für beenden. Da zeichnet sich ein klarer Trend ab. Ich stimme für bleiben. Bleiben. Und jetzt ich. Ich stimme für bleiben. Gut, dass wir uns auf das Schicksal verlassen. Wer will ziehen? Ich würde gern. Darf ich? Sicher, nur zu. Bleiben. Dann soll es so sein. Einer für alle? Und alle bis zum Hals in der Scheiße. Ja, warum auch nicht? Warum bis auch heute nicht? Abend. Tschüss, Sam. Bis dann. Bis dann. War hast überall. Du da was gedreht, oh großes Sam Meany? Es stand 50-50. Es hätte auch anders ausgehen können. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich würde die Zettel nicht dorthin werfen.